Hallo und herzlich willkommen zu Wild West Dynasty, einem Playtest. Und ja, wenn ihr jetzt sagt, Moment, Playtest kann doch gar nicht sein. Das ist doch schon in der Early Access, das ist richtig. Settings. Ah, da haben wir es doch. Kann ich hier Sprache einstellen? Language, German, das wollen wir doch. So, Grafik, das passt. High Quality, passt. Lasse ich, glaube ich, erstmal so. Effektlautstärke. Musik machen wir mal eher leise. Ach so. Und weiter kann ich nicht. Ist wie gesagt, ja. Dieser Playtest stellt eine eingeschränkte Version der vollständigen New Beginning-Überarbeitung des Spiels dar, die sich derzeit noch in der Entwicklung befindet. Er spiegelt nicht unbedingt darin endgültige Qualität wider. Dieser Playtest spiegelt nicht die Version des Spiels wider, die derzeit auf Steam verfügbar ist, sondern seine zukünftigen Updates. Bitte nehmt euch einen Moment Zeit, um eure Eindrücke und euer Feedback mit uns zu teilen. Ja, das werden wir natürlich tun. Wir können hier ein neues Spiel machen, das machen wir. Ist wie gesagt nicht die Early Access Version, die es auf Steam zu kaufen gibt, sondern die Zukunft davon. Also, und das wird jetzt quasi mal in einem Playtest erstmal noch getestet, bevor sie das als Early Access raushauen. Und ja, ich bin mal sehr gespannt, was sich getan hat. When you travel together, und erstmal ruhig. You get to know the people you travel with. Makes you grow closer. Makes you suspicious, even of those meant to guide you, especially of those meant to guide you. Just letting the storm do the dirty work for you. Okay, der Anfang ist schon mal vollständig anders. Mal schauen, wie es weitergeht. Passiert noch was? Ja. Licht in der Finsternis, näher dich dem Feuer. Okay, das kriegen wir hin. Also die Story ist schon mal eine komplett andere. Stöcke und Steine erlauben es dir, die einfache Werkzeuge herzustellen. Ja, deswegen sammeln wir sie auch. Ich kann näher ran, das ist gut. Ah, okay. Ich kann auch in das First Person. Da weiß ich noch nicht, welche mir besser gefällt. Wir gehen erstmal zum Feuer. Das Feuer wird jeden Moment ausgehen. Ich brauche mehr Stöcke. Das kriegen wir hin. Interagieren. Anzünden, anfachen, kochen. Schüre das Feuer mit den Stöcken. Moment. Stopp. F untersuchen. Informationen. Drehe einen Gegenstand, um ihn zu untersuchen. Herausgefunden Schema. Oh, okay. Können wir so... Wie schüre ich denn das Feuer?
interagieren. Anzünden, anfachen, kochen. Ah, okay. Stell eine Fackel her. B ist bauen. Das sieht man hier, by the way, ganz schön. Wir brauchen eine Fackel. Werkzeuge, Fackel. Zwei Stücke. Es ruckelt noch ein bisschen, aber das ist, wie gesagt, das ist jetzt ein Playtest. Das darf man nicht außer Acht lassen. So, sieh nach, ob im Brunnen noch Wasser ist und trinke. Vielleicht soll ich erstmal die Fackel ausrüsten. Wie komme ich nochmal ins Inventar? Fackel. E ausrüsten. Wo ist denn der Brunnen? Muss den erstmal finden. Das Licht ist sehr hell, ne? Ach so, ich könnte ja einfach... Ich nuss. Da oben ist es doch. Well, interagieren. Trinken. Mit Hilfe deines Überlebenssinns, MMT, kannst du wichtige Objekte in der Nähe hervorheben. MMT, mittlere Maustaste, müsste das sein? Oh, und das ist aber auch noch ein bisschen ungeschickt. Das sollte so nicht sein. Ist aber, wie gesagt, das ist ein Spieletest. Ah, so. Haben wir erledigt. Suche in den Ruinen nach etwas zu essen. Das machen wir doch. Haben wir in den Fässern was? Nee. Kiste. Hasenfleisch, Cracker und Dose mit Bohnen. Ist etwas aus deinem Inventar. Das machen wir. Ich will immer I drücken. Dose mit Bohnen. Machen wir. So, Cracker. Füllen wir das mal so langsam ein bisschen auf. Ja, reicht erstmal. Finde Bretter. Das kriegen wir auch noch hin. Überlebens da. Stein brauchen wir. Und hier sind aber Bretter. Finde ich schön, dass das schon mal eine andere Story ist. Oh, Hammer. Ich brauche einen Unterschlupf. Ja, finde und untersuche einen Hammer. Oh, das Untersuchen habe ich vergessen. Hallo Reh. Finde die beschädigten Wände. Wahrscheinlich muss ich den Hammer dafür ausrüsten. Hammer. Holzhammer. Kann ich den nicht auf die 3 ziehen? Naja, egal. Jetzt ist er auf der 2. Da ist auch noch eine Kiste. Die ist aber leer. B bauen. Camp, Produktion, Zaun, Stadt. Stadtgebäude, Ranch. Stadtgebäude. Werkstatt. Wie repariere ich denn? Finde die beschädigten Wände. Die muss ich doch hier suchen, oder? Ja. Das dürften die sein.
Ich muss mich gerade mal aufwärmen. Wie finde ich denn die beschädigten Wände? Das ist ja noch die große Frage. Technologie. Werkzeug. Benötigte Punkte 2. Verfügbare Ziele 0. Fertigkeiten. Spezialisten schneller lernen. Management. Karte. Journal. Hauptquest. Finde die beschädigten Wände. Die Frage ist, wie finde ich denn die? Hat er mir das irgendwo angezeigt? Hier hat schon jemand mit Reparaturen begonnen. Hier. Da sind sie. Small Tree. Da ist nochmal. Sehr gut. Bereite dich auf die Nacht vor. Betrete das Haus. Ich muss gerade mal wieder aufwärmen. So, dann betreten wir mal das Haus. Ich bin so müde. Geh schlafen. Einfaches Bett. Interagieren. Cool, also ich muss sagen, ich sollte bis zum Abend warten. Verlasse das Haus. Wer bist du? Hallo. Okay. So, wir haben morgen. Ein unvorsichtiger Siedler ist ein toter Siedler. Ist das eine Drohung? Ich werde dir nichts tun. Aol heißt sie. Du bist unvorsichtig. Du isst Essen, das hier rumliegt. Du schläfst, obwohl du weißt, dass ein Fremder hier in der Nähe ist. Mit der Aussicht auf Verhungern oder Frieren dachte ich, ich könnte es ruhig riskieren. Wie heißt du? Ich bin Ryder. Für dich? Owl. Das ist ein seltsamer Name. Mein Vater gab ihn mir. Er war ein seltsamer Mann, so wie du. Sind noch andere in der Nähe? Sieh dich um. Das war einmal eine Stadt. Das Feuer hat vielen den Tod gebracht. Die anderen sind geflohen und lagern auf der anderen Seite des Hügels. Die Leute, die mit mir gereist sind, du bist während des Sturms im Kreis gelaufen. Eure Wagen sind ganz in der Nähe. Ach, die mit dir gereist sind. Ich muss los und sie finden. Warte, du bist verletzt und frierst. Nimm das hier. Danke. Journal öffnen. So. Ich muss zurückkehren. Nach all dem, was geschehen ist, fürchte ich, was mich erwartet. Finde den Konvoi. So, der ist ja doch bestimmt irgendwo auf der Karte. Wo sind wir denn? Das sind wir, nehme ich an. Spieler, ja. Und da müssen wir wahrscheinlich hin. Den Konvoi suchen. Vermute ich mal. Kann ich mit dir reden? Du bist wieder da. Und du bist noch hier. Ich lebe hier. Nicht bei deinem Volk? Meine Eltern lebten hier. Mein Vater war ein Siedler. Sie wurden getötet. Ich muss wissen. Du suchst nach dem Mörder. Ich verstehe.
Nein, du verstehst nicht. Okay. So, nee, schlafen will ich jetzt ja auch nicht. Kiste, interagieren. Achso, die ist leer. Da kann ich aber im Prinzip Sachen reintun, ne? Ich brauche mehr Stöcke. Oh, Entschuldigung. Die finden wir. Wenn wir eins haben, dann sind das Stöcke. Das ist schon mal eine ganz, ganz andere Story, muss ich sagen, als damals. So, wir haben es mal zumindest warm im Haus. Ist eine ganz, ganz andere Story. Muss ich auch sagen, gefällt mir persönlich besser. Die Richtung sollen wir. Uns ist ka kalt. Die Fackel allein reicht nicht, ne? Kann das sein? Brauchen wir noch mehr Dinger? Kiste. Steinaxt, Dose mit Bohnen, nehmen wir mal alles. Mit einer Hacke in der Hand kannst du ein Feld anlegen. Nachdem du die Größe des Feldes gewählt hast, kannst du die Hacke benutzen, um den Boden vorzubereiten. Danach säst du, bringst Dünger aus, bewässerst das Feld. Nach 2 Jahreszeiten werden deine Feldfrüchte zur Ernte bereit sein. Okay. Habe ich jetzt alles genommen? Ja. Da sind noch mehr Kisten. Da ist noch eine Axt. Ah, die kann ich aber nicht nehmen. Sie fragen, ob wir die Häuser alle wieder herstellen können. Es hätte ja schon was, ne? Komme ich da nicht rein? Na, sieht nicht so aus. Finde den Konvoi. Machen wir das geschwind mal. Aber ja, ich muss sagen, gefällt mir besser als die ursprüngliche Version. Gefällt mir deutlich besser. Ja, es ruckelt, Sollte klar. mich umsehen. Das ist wie gesagt ja noch ein Playtest. Das ist also nicht mal eine Early Access Version. Nehmen wir alles. Muss ich eigentlich was essen? Ja, wäre vielleicht kein Fehler, ne? Wenn wir das täten. Am Haferkeks. Dose mit Bohnen. Das Fleisch hätte ich vielleicht mal warm machen sollen. Tim, du hast gekämpft. Gegen was hast du gekämpft? Und mit wem? Perry. Scheiße, das war kein Unfall. Das war auch nicht der Sturm. Das war eine Kugel. Ein sauberer Schuss. Owen. Owen, ich habe mir geschworen, dass ich eines Tages das Genick brechen werde. Verdammt. Hab's nicht lesen können. Nelly. Na, Nell, kleine Nelly. Nein, nein, nein. Verdammt nochmal. Nein. Charlie. Charlie, Gesundheit 100. Das heißt, den können wir. Ist hier sonst noch irgendwas? Sattel. Saddle. Da kann ich doch bestimmt das Pferd mit satteln, ne? Die Kiste haben wir schon leer gemacht. Ist das nochmal eine Kiste? Aber eine leere. Ja, ich würde sagen, Charlie gehört jetzt zu uns, ne? Kleidung. Ich hoffe, ich kann die aufheben. Pauls Keine Spur Jacke. von Paul. Er könnte noch leben.
Untersuchen. Verwende eine Maus, um die Name herausgefunden. Okay. Paul's Jacket. Nehmen wir mit. Haben wir hier sonst noch was? Reiten wir gerade mal hin. Was haben wir hier? Leere Kiste. Auch alles leer. Schade. So, dann reiten wir mal weiter. Da hinten sollen die irgendwo sein. Wo haben wir denn die Konstitution oder Kondition vom Pferd? Da ist unser Track. Ich will aber wieder ins Dorf. Aber mit dir kann ich nicht reden. Okay. Feuer kann ich nicht benutzen. Gebiet entdeckt. Taxation. Ach, die bauen hier ihre Stadt auf, oder was? Da muss ich hin. Sonst kann ich nicht groß mit denen reden, oder? Hi, Richard. Mit dir kann ich handeln. Ah, okay. Ne, das will ich jetzt nicht. Mit dir kann ich wahrscheinlich auch handeln, ne? Ja. Bogen, Pfeil. Okay, aber ich habe, glaube ich, kein Geld. Doch, 2.500 Dollar habe ich. Kaufen, ja. Und Pfeil brauchen wir noch. Ah ne, das ist das Geld, was er hat. Ich nicht. Ich dachte gerade schon. So, da müssen wir hin. Aaron Reeves. Und was willst du? Ebenfalls erfreut, dich kennenzulernen. Ich bin Deputy Aaron Reeves und jetzt hau ab. Was ist hier los? Richtig, du bist keiner von ihnen. Ich mache es kurz. Sie haben kein Recht, auf diesem Land zu siedeln. Es gehört Mr. Chapman und einem gewissen Mr. Ryder, der bedauerlicherweise niemals hier angekommen ist. Ich bin Ryder. Na gut, trotzdem gehört das meiste Land immer noch Mr. Chapman und das gesamte Gebiet unterliegt dem Schutz des Sheriffs. Und wer sind die? Flüchtlinge aus Paradise, der abgebrannten Stadt, nicht weit von hier. Wenn du Ryder bist, ist das dein Land. Herzlichen Glückwunsch. Stehen sie nicht unter dem Schutz des Sheriffs? Das gilt für jeden, der bezahlt. Sie haben nichts. Sie bezahlen nicht. Was ist passiert? Sie behaupten, Geisterreiter wären vom Himmel gekommen und hätten alles niedergebrannt. Jetzt ist das Land verflucht und sie besetzen anderes Land, das ihnen nicht gehört. Wie sollen sie woanders hingehen, wenn sie doch kaum noch etwas besitzen? Das ist nicht unser Problem. Du sprichst zu Mr. Chapman? In seiner Abwesenheit obliegt es dem Sheriff und seinen Männern, seine Rechte und sein Eigentum zu schützen. Wann wird er zurückerwartet? Er ist geschäftlich unterwegs und kommt nur selten in diese Gegend. Dann ist das vermutlich der Grund, weshalb ich bei meiner Ankunft feststellen musste, dass auf meinem Grund und Boden eine Stadt erbaut und dann niedergebrannt wurde. Auf Land, das ich von Mr. Chapman gekauft habe und das unter eurem Schutz stand. Was willst du damit sagen? Nur eine Beobachtung. Dieses Weideland wird nicht wirklich genutzt, oder? Mr. Chapman besitzt eine Menge Land. Ödland, aber mit einer Menge Potenzial. Vielleicht sollte es genutzt werden. Was schlägst du also vor? Lass diese Leute dafür bezahlen, dass sie bleiben dürfen, sobald sie sich etwas aufgebaut haben und eine anständige Ernte einbringen können. Der Sheriff profitiert davon und ich bezweifle, dass Mr. Chapman nicht auch einverstanden wäre. Das wird Jahre dauern. Gib ihnen 5 Jahre. Sie könnten schon eine kleine Gebühr nicht bezahlen. Ich bezweifle, dass sie später sogar eine noch größere bezahlen können.
Ich werde ihnen helfen und sie werden bezahlen. Und du wirst auch bezahlen, wenn du hier bleibst. Ganz gleich, ob du auf deinem eigenen Land bleibst oder woanders hinziehst. Ist das eine Drohung? Eine freundliche Erinnerung. Ihr habt 5 Jahre, um euch etwas aufzubauen. Danach bezahlt ihr jährlich. Andernfalls wirst du nicht den Schutz des Sheriffs genießen. Und das ist etwas, worauf du hier draußen nicht verzichten möchtest. Das werde ich. Ich bin ein Mann von Ehre. Das werden wir ja sehen. Auf Wiedersehen vorerst und willkommen im Westen. Okay. Hi Hank. Ich habe alles mit angehört. Du hast uns gerade allen das Leben gerettet. Ich danke dir. Bist du der Anführer? Jemand musste es sein. Ich bin Hank. Freue mich, dich kennenzulernen. Ryder, ich wollte mich nicht einmischen, aber wir sind froh, dass du es getan hast. Wir haben über Nacht so viel verloren. Unser Zuhause, unsere Habseligkeiten, Vorräte, Tiere, Freunde und Familien. Du hast uns gerade den ersten Hoffnungsschimmer seit langer Zeit geschenkt. Ich wünschte, ich könnte mehr tun. Wenn du kannst, wären wir für jede Hilfe dankbar, egal was und wobei. Sprich mit den anderen, wann immer du Zeit hast. Ich bin sicher, auch sie wollen den Beschützer kennenlernen. Bist du mit dem letzten Konvoi gekommen? Wir wurden getrennt. Ich suche meinen Bruder, ungefähr so groß wie ich, ein paar Jahre jünger. Während des Sturms ist mir ein junger Mann begegnet, allerdings weiß ich nicht, ob es dein Bruder war. Er trug ein Tuch vor dem Gesicht und seinen Namen hat er mir nicht verraten. Was noch? Er war verwundet, hat sich aber geweigert zu bleiben. Er wirkte nervös, nahm den Mantel, den ich ihm anbot, und als ich zurückkam, um seine Wunden zu versorgen, war er verschwunden. Das muss er sein. Ich muss ihn finden. Der Sturm hat alle Spuren zugedeckt und der Schnee vermutlich seine Leiche. Er ist am Leben, ich weiß es, aber ich brauche Waffen und Proviant, vielleicht auch einen Führer. Ich fürchte, wir können nichts dergleichen anbieten. Schau uns an, wir haben so viel wie möglich in den Ruinen zusammengerafft und wir sammeln und jagen so viel, wie der Schnee zulässt. Aber die Winterstürme und die wilden Tiere fordern immer wieder ihren Tribut. Das kann ich mir vorstellen. Ein dünnes Zelt bietet nicht viel Schutz. Wir hatten gerade die Fertigstellung eines neuen Lagerhauses gefeiert. Das ist die Ironie an der ganzen Sache. Der Architekt ist den ganzen Weg von der Küste hierher gekommen. Es war ein großes Ereignis. Jetzt sitzt er da drüben am Lagerfeuer und hat seitdem kaum ein Wort gesprochen. Er denkt sicher alle an all die Orte, an denen er jetzt lieber wäre. Bei dem Wetter wird er wohl noch eine ganze Weile hier bleiben. Ich könnte mir ein schlimmeres Schicksal vorstellen. Du hast Glück, dass du zur rechten Zeit gekommen bist, Ryder. Wir sind nicht gerade für unsere Gastfreundschaft bekannt, aber wir kümmern uns umeinander. Wenn du uns hilfst, unsere Vorräte zu sichern, kann ich ein paar Männer freistellen, die dir bei der Suche nach deinem Bruder helfen. Hört sich gut an. Ich lasse mir was einfallen. Mal sehen, ob euer Architekt mit mir redet. Aber vorher hol dir einen Teller warme Suppe. Mama J. hat gerade für alle gekocht. Das werde ich. Pass auf dich auf. Okay, wir sind also jetzt an der Situation quasi, wo die Stadt hier aufgebaut werden soll, die wir in der Early Access Version kennengelernt haben. Cool. So, wir holen gerade noch mal einen Teller Suppe. Du bist ein Fremder und hast dich trotzdem für uns gegen Reef gestellt. Ich fürchte, ich bin kein großer Held. Mir ist kalt und ich bin hungrig. Ich habe nur zufällig die richtigen Worte im richtigen Moment gefunden. Das hat uns das Leben gerettet und selbst Helden frieren und hungern. Es wird nur nicht so oft darüber gesprochen. Hier, das wird helfen. Danke, Ma'am. So, Chicken Soup haben wir gekriegt. Die sollten wir wahrscheinlich auch essen. Wobei... Hunger 40. Hitzeschutzbonus 15 Sekunden. Okay, dann brauchen wir sie noch nicht essen. Der Architekt war der Dude hier hinten, ne? Genau. Gordon von Grant. Guten Tag. Lass mich zufrieden, du unzivilisierter. Warte. Ah, endlich. Ein vernunftbegabter Mensch. Du siehst genauso aus wie dein verstorbener Großvater. Du kanntest meinen Großvater? Ja, ich habe alles gelesen, was über ihn in den Zeitungen stand. Ein wirklich großer Mann. Es ist so schade, dass der Großteil des Unternehmens verkauft wurde, aber ich weiß jetzt warum. An den Konkursgerüchten ist nichts dran.
Ihr erweitert das Geschäft auf diesen neuen Kontinent. Ihr seid wahre Unternehmer. Mein Name ist Grant, Gordon von Grant. Ich habe gehört, du bist ein Architekt. Du hast von mir gehört. Natürlich hast du von mir gehört. Abenteurer, Architekt und Philosoph. Ich sollte für dich arbeiten, nicht für diese bodenständigen Leute. Beiß nicht die Hand, die dich füttert. Oh, ich werde hier bleiben, aus Mitleid. Ich werde das strahlende Licht in diesen dunklen Zeiten sein. Dir ist sicher aufgefallen, dass die Siedler Schwierigkeiten dabei haben, ihre Vorräte zu sichern. Was? Nein, tatsächlich? Sie brauchen dein Fachwissen und ich bin sicher, dass sie sich entsprechend erkenntlich zeigen werden. Oder wenn du bis zum Frühling überleben willst, solltest du ihnen helfen. Machen wir. Ich habe bereits das perfekte und innovative Lagerhaus entworfen. Das Herz einer jeden Stadt. Ein wahres Juwel des Westens. Es bietet Lagerraum, hilft bei der Verteilung von Lebensmitteln, Wasser und Rohstoffen und kann als sicherer Stützpunkt für Handelsrouten fungieren. Du hast es einmal gebaut, du kannst es wieder tun. Was? Nein. Warum nicht? Ich habe möglicherweise die Pläne verloren, aber du kannst sie finden. Ich bin sicher, du schaffst das. Verloren? Es war ein also etwas unglückliches Missverständnis mit einem höchst zwielichtigen Gentleman. Du wurdest ausgeraubt. Das war so ein hartes ja. Also gut, wo finde ich diesen höchst zwielichtigen Gentleman? Nimm zuerst dieses Gewehr. Eine Kugel? Eine Kugel kann einen gewaltigen Unterschied machen. Jetzt gib mir deine Karte. Also, irgendwo ungefähr hier. Und jetzt ab mit dir. Okay, wir haben ein Gewehr. Das kann ich doch bestimmt ausrüsten. Waffen und Werkzeuge da. Okay, wir haben ein Gewehr. Und da müssen wir hin. Da ist 13 Meter. Was ist da? Ich muss mit Mama nochmal sprechen. Wie ich sehe, versucht ihr etwas zu bauen. Was wird das? Ein Inn. Nichts allzu Großes, aber ein sicherer und einladender Ort, an dem wir uns nach einem harten Tag treffen können. Das wäre wunderbar. Ich könnte dir mit ein paar Materialien aushelfen. Was braucht ihr? Ah, sie hatte eine Quest. Okay. Finde das Versteck des Banditen. Ja, das ist dann wohl das Nächste, was wir tun werden. Aber das, meine Lieben, machen wir nicht mehr in der heutigen Folge. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich denke, wir werden mal ein paar Folgen lang hier reingucken. Ist wie gesagt nur ein Playtest und deswegen, ich weiß auch gar nicht, wie lange der geht. Aber wir werden auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Kann ich den Sattel eigentlich nutzen? Ich habe ja doch irgendwo einen Sattel. Fällt er unter Kleidung? Hitzeschutz minus 5, Kälteschutz 5. Und die Lederweste hat auch Kälteschutz 5. Ach so, ne, Moment. Habe ich den jetzt an? Der hat Kälteschutz 5, der hat Kälte, also das schenkt sich nichts. Die Lederweste oder der hier, dann ziehe ich die an. Die ist schöner. Ich hatte die hat weniger Hitzeschutz. Trousers die kann man eher bei Hitze tragen. So, aber es schenkt sich von der Kälte her leider nichts. Hut. Den sollten wir vielleicht noch anziehen. Poncho, Kälteschutz 1. Kommt das zusätzlich oder habe ich das stattdessen? Ne, kommt zusätzlich. Trousers and Shoes. Habe ich die jetzt an? Jetzt habe ich sie an.
Okay, wir sind ein bisschen besser gegen Kälte geschützt. Das ist doch schon mal was. So, und Kleidung kann getragen werden. Abhängig vom Material und Schnitt kann sie gegen Kälte oder Hitze schützen. Um ein Kleidungsstück anzuziehen, wähle es aus und drücke dann E. Haben wir gemacht. So, jetzt sind wir erstmal besser gegen Kälte geschützt. Und ja, wie gesagt, weiter geht's in der nächsten Folge. Mal gucken, wie weit wir in dem Playtest hier spielen. Insgesamt gefällt es mir bis jetzt besser als wie die Early Access Version. Ja, schauen wir mal, was da alles auf uns zukommen wird. Ich sage jedenfalls mal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da und in diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.